So, da sind wir wieder. Richtig. Mit dem Zombie. Und mit mir. Und dem Rammschnitzel. Richtig. Rambo de Ram. Ja. Klingt wie LeChuck. Du bist Captain Zombie. Nein, und du bist LeChuck. Ich muss dich vernichten. Was? Nein, bin ich gar nicht. Und ich bin Guy... Wie? Guybrush Threepwood. Genau. Genau. Was ist das denn für ein alberner Name? So. Ja. Ja, wir sind in der Taverne, ne? Geben uns hier die Kante und einen Kristall. Ein Kristall wollte ich mir immer schon mal geben. Ja, ist schön, ja, ne? Das musst du ja machen, genau. Der tiefe Kann Schacht haben wir schon mal gemacht. Gießereien und Schmieden. Los geht's. Oh, ich bin gerade auf deinen Kopf balanciert. Das finde ich schön. Ja. Da ist jemand nochmal Gießereien und Schmieden. Etwas komplexer das Level als ja. das erste. Ja, ja, wir haben Komplexe, da stehen wir noch drauf. Klar. Schmögen wir so. Haben an sich drei Türen gleichzeitig zum Verteidigen. Genau, wir können ja mal einen fixen Blick auf die Karte werfen. Richtig. Man sieht Treppen und die Eingänge und den Kristall. Und uns und die Gegner und die Truhen genau. und Lava. Huch, das wollte ich gar nicht aufmachen, aber ja gut. Ja. Wir haben 5 Truhen am Anfang, sonst kommen nach jeder Welle wieder 4 Truhen, glaube ich. Ich glaube, alle, die hier sind, kommen neu. 160 Kristalle kann ich schon tragen. Ich kann 140. Ja. Die Wege sind ja auch etwas größer, wie man es betrachtet. Allerdings würde ich vorschlagen, dass wir uns taktisch absprechen und nicht einfach drauf losbauen. Das finde ich sehr gut. Ich wäre dafür, dass wir uns oben direkt am Kristall die Verteidigungen aufbauen. Ja, wir haben halt am Anfang erstmal nur begrenzte Kristalle. Die Kristalle sind je nach Farbe auch wertig unterschiedlich. Und möchtest du erstmal überall Barrikaden hinbauen? Ja, und wir bauen diese 3 Wege hier oben zu, würde ich sagen, oder? Weil das ist ein bisschen breiter als so ein Ding von dir, ne? Oder kannst du da 2 hin tun? Ich kann da locker 2 hinbauen, ich habe genug Punkte. Jetzt habe ich dir wahrscheinlich die ganzen Kristalle weggeklaut. Baue ich einen dorthin. Wie viele Abwehreinheiten braucht das? 3. 3. Soll ich die bauen oder soll ich die Schubsenden bauen? Hier in den Gang kann man fast noch Schubsenden, oder? Wir können ja hier erstmal die... Ich krieg noch alle Kristalle zurück. Teile machen. Wir haben ja 3 Gänge und verschiedene Taktiken ausüben. Stimmt, das können wir auch machen. In der Mitte kommt letztendlich dann der stärkste Gegner, soweit ich mich erinnere. Ich kann aber auch hier den nächsten... den nächsten Turm noch nicht bauen. Schade. Feuerballturm ist schön, weil der, wie man sich glaube ich denken kann, auch einen Flächenschaden macht. Splash Damage. Dann könnte so mache ich dann mal, oder? Vor allem, wenn hier die ganzen Gegner auf dem Haufen hängen, dann bringt das schon viel mehr. Ja, es sieht wunderschön aus. Gut, wie das im Bilderbuch. Ist für die Seite. Ich habe jetzt noch 60 Kristalle. Ich habe 80. Ich mache, ja... Soll ich mir auch mal so blöde Barrikaden hinbauen? Deine Barrikaden sind ja später nützlich, weil die halt diese physischen Effekte von den Feinden runternehmen, wenn sie so Giftschaden und so machen. Das macht das weg. Echt? Ja, das kann deine Barrikade. Habe ich herausgefunden im Nachhinein. Ach, mal. Schön. Ich kann ja auch einfach so einen Schubsturm bauen. Ja, mach dir mal so einen hin. Ich habe bisher noch gar nichts. Ich kann ja mal hier... Also ich kann theoretisch hier oben auch was drauf bauen, dann schießt es da runter. Aber es ist immer nur... Also hier macht halt mehr Flächenschaden Sinn, weil die ganzen Gegner hier die Treppe hochkommen. Ich habe jetzt noch 20 Kristalle, also den einen Weg kann ich nicht verteidigen. Ich gucke hier mal. Ich mache einfach mal... Was mache ich denn? Das dauert schon wieder viel zu lange hier. Ich mache einen... Wo ist es sinnvoll? Hier, nee. Nur noch die 3 Wege. Das ist doch doof, der kann auch von der anderen Seite kommen. Ich mach dann einfach hier den mittleren Weg zu. Genau. Mit und dann töten wir ein paar Gegner und dann können wir sowieso mehr Barrikaden machen. Ja, ist alles. Falsche Taste. Meine lieblingsrechte Maustaste. Mach ich das so. Kann auch passieren. Ja, ich komme da irgendwie ständig drauf. Das hat man sehr schön bei Half-Life gesehen. Als ich dann immer aus Versehen die Schrotflinte abgefeuert habe und man sich leicht erschrocken hat. Weil es laut ist. So, ich bin kristallisiert. Ich auch. Ich werde gleich den ersten Feinden entgegenrennen. Die Schmiede haut ab. Ich muss gar keine Barrikaden bauen müssen. Die Punkte, die Kristalle habe ich eigentlich schnell genug, um da eine Barrikade zu bauen. Ja, jetzt ist zu spät. Ja, gut. Ich kann die ja auch wieder verkaufen. Die sind ja nicht so wertvoll. Da sieht man ja auch, die kosten nur 20 Kristalle. Die haben wir ja schnell eingesammelt. Eben. Die blauen Kristalle bringen, glaube ich, nur einen. Und die gelben, die Mana. Die grünen bringen 5, ne? Ja, die grünen bringen 10, glaube ich. Die kommen immer aus den Kisten raus. Da kommen immer 4 Stück raus. Jetzt habe ich 24 ganze. Unfassbar. Ich habe 44. Aber hier ist noch gerade. Ja, du hast wahrscheinlich mehr abgeschnetzelt da gerade. Aber ich kann ja mal schauen, wo denn hier... Also es ist immer schön, da kann man immer vor den Anlagen hier dann die ganzen Kristalle farmen, wenn die Leute hier abgeschnetzelt werden.
Richtig. Und es kommen auch mehr Gegner raus als nur am Anfang. Man sieht jetzt hier im Nachhinein kommen nochmal aus der ersten Tür, wo ich schon verteidigt hatte, nochmal Feinde raus. Ich kann auch einfach warten, bis die hochkommen, aber allerdings noch bin ich stark genug, um sie selber zu erledigen. Ja, man muss ein bisschen auf sein Leben achten später, weil die dann doch ein bisschen stärker werden und vor allem auch viele kommen. Richtig. Aber und worauf man auch gerne achten sollte und dürfte, wäre, dass man nicht in die Einrichtung des Levels hineinfällt. Ich könnte nämlich zum Beispiel hier hineinstürzen und dann wären meine Kristalle wieder weg. Es gibt Lava, wie man hier sehen kann. Ja. Da kann man reinspringen. Wie ich mal nicht demonstrieren möchte. Aber mein Turm ist gerade am effektivieren. Soll ich jetzt hier zwei nebeneinander stellen oder denkst du, einer reicht? Ich sammle erstmal Kristalle. Ja, ich auch. Die zwei nebeneinander. Von den Drehteilen, von den Stoßteilen. Ja. Reicht denn nicht einer? Der eine sieht sehr effektiv aus. Ich glaube, ich mache auf beide Seiten ein und verkaufe die zwei Barrikaden nochmal. Aber zuerst upgrade ich mal den Turm hier. Ja. Kannst du zwischendurch immer nach den Items schauen, die hier noch herumliegen. Da ist gerade ein Schwert. Aber ich glaube, das ist... Ich weiß nicht, ob das toll ist. Hier blinkt irgendwas für mich grün auf jeden Fall bei deiner Seite drüben. Da werde ich gleich einen Blick vorbeiwerfen. Wenn man auf der Karte schaut, oder was? Nee. Nee, wenn man einfach über die Karte rüber guckt, so schräg, und dann sehe ich da so zwei grüne Pfeile hinzeigen. Das ist genau genommen das Schwert. Ach, stimmt. Man sieht ja immer, ob die besser sind oder nicht, wenn man da drauf hält. Oder guckt. Wie haben wir das denn jetzt hier? Ich bin immer noch nicht Stufe 7, sodass ich einen schönen Turm bauen kann. Ich habe schon fast wieder das nächste, ein halbes Level habe ich. Ich mache hier nochmal so einen ollen Magiegeschossturm hin. Die sind nur am Anfang gut, später benutzt man die eigentlich gar nicht mehr. Weil die sind zwar nett und so, kosten nicht viel, aber naja. Schön ist was anderes. So, und ich gebe nochmal einen zweiten hin. Das muss jetzt einfach mal sein. So einen hin. Ich hätte den noch upgraden können gerade, aber jetzt habe ich da auch keine Kristalle mehr für. So. Sobald ein Spieler bereit gemacht hat, startet übrigens links oben auch ein Countdown. Das stimmt. 43, 70, 72. Genau. Damit man hier nicht Ewigkeiten wartet. Falls der andere Spieler den AFK gehen sollte, spontan. Ja. Also habe ich jetzt nicht vor. Ich auch nicht so wirklich. Nee, das ist schön. Außer ich werde jetzt hier gleich unterbrochen, was vielleicht vorkommen könnte, weil ich gerade eine Tür gehört habe. Mhm. Aber man weiß es noch nicht. Ja. Schweige ich halt mal eine Minute und Herr Rahm zeigt seine moderatischen Künste. Natürlich, weil ich das so toll kann. So, hier ist noch so was. Ja, ein dicker Klotz. Ja, ach, da warst du ja auch. Sonderlich viel Schaden. Ja, ich spannte den. Du standst vor mir. Unfassbar. Ich glaube, ich lasse mal unsere Türme kämpfen. Ja, das sieht man später noch genug. Wenn die eigentlich stärker durch die hast du schon umso mehr sie getötet haben. Ich glaube, die werden noch stärker. Echt? Bin mir nicht sicher. Ich brauche noch 20 Kristalle gerade mal, dann kann ich auch wieder einen upgraden. Ja, ich auch. Dann kann ich auch einen upgraden. Oder wir können dann die ganzen Türme auch schon etwas tiefer bauen, dass das ein bisschen schneller geht. Du klaust mir die Dinger. Doch genug Seiten. Ich meine hier die Kristalle. Jetzt fehlt mir genau einer. Ne, zwei zum Upgrade. Da liegt noch, in der Mitte liegt sogar noch ein grüner. Was? In der Mitte, da wo du verteidigst. Und hier kommen eh nochmal Feinde. Ja, ach so. Ach, guck mal. Guten Tag. Wir kaufen nichts. So, lass mich hier alles kaputt schnetzeln. Mit Magie. Bälle beendet. Was so? Habe ich jetzt eine Stufe mehr? Nein, immer noch nicht. Mir fehlen immer noch 100 Erfahrungspunkte. Jetzt nicht mehr. Schön. Ich setze wieder auf Wirkungsbereich und auf Angriffsrate. Und dann kann ich später nochmal den Grundschaden ein bisschen steigern. Aber ich kenne die ganzen Türme hier schon, die es noch geben wird. Und jetzt gebe ich erstmal... Ich habe schon den nächsten Turm. Sehe ich die ganze Zeit gerade. Ich stelle hier mal den Feuerballturm einfach. Ich hoffe, das passt hier oben. Nee, tu das nicht. Gibt mir doch die Möglichkeit, dass ich... Doch. Ich gehe hier mal zu so einer Schräge und mache hier was. Dieser Turm sollte eigentlich für den Gang reichen. Ich mache das mal so ganz plausibel auszudrücken. Ist das der richtige jetzt? Na, falsche Taste. Feuerball. So, da habe ich noch eine zweite Kiste. Du hast schon deine zwei Kisten... Ach, du hast die Drucke noch ganz dastehen, deine Kisten. Ja, ich hatte gerade Kristalle noch im Überfluss. Ich könnte jetzt auch den Feuerballturm schon aufwerten. Hier liegt auch noch ganz viel Krempel rum. Dann werte ich den... Nee, mach ich doch nicht. Wo hast du jetzt was hingebaut?
Bei mir auf der Seite, wo ich gerade stehe. Du hast eine Balliste, oder was ist das? Eine Balliste, genau. Sehr die werde ich auch hauptsächlich einsetzen, da ich die sehr stark finde. Die sind schön. Hier oben kann man auch noch einen Turm drauf bauen. Das mache ich direkt mal mit der Schnelltaste Nummer 8. Feuerball. Oder Feuerturm. Der pustet jetzt hoffentlich direkt runter zur Treppe, wo hier aus den beiden Türen die Gegner kommen. Wäre auf jeden Fall schön. Das hast du bei dir auch? Nee, das hast du bei dir direkt an der Treppe unten stehen, da hinten. Richtig, weil die nicht so eine große Reichweite hat. Ja. Noch nicht. Ich habe noch nicht auf Reichweite irgendwas geskillt. Nee. Ich habe immer noch 100 Punkte hier. Kannst du mir gerne noch 23 geben. Stimmt, man kann sich das ja geben. Ja, genau. Würfel mal 23 raus, ich bin direkt hinter dir. Wie mache ich genau 23? Du gehst auf I, gehst auf Mana ablegen und dann kannst du 23... mit dem Kriegsausstieg einstellen. Und dann nur auf ablegen und nicht alles ablegen. Am besten. Du kriegst mal 30. So freundlich. Ja, yay. Jetzt kann ich zwar keinen Feuerballturm mehr bauen, aber es ist, glaube ich, egal. Was ich gerade vorgehabt hatte. Soll ich jetzt da noch eine zweite Balliste bauen oder soll ich oben in der Mitte eine Balliste bauen? Wo meinst du? Ich könnte eine Balliste noch bauen oder ich könnte einen Turm upgraden. Ich upgrade meine Balliste. Ja, oder so. Ich mache währenddessen noch mal kurz auf bereit, dann wartest du am Kristall. Ja, ich bin auch da. Noch nicht bereit machen. Was? Noch nicht bereit machen, mach weg. Kann ich das? Stimmt. Nö. Gut, dann warte ich. Dann musst du leider noch warten, weil ich erst meinen Turm upgraden möchte, bevor ich bereit mache. Ja, ist okay. So, mein Harpunengeschütz. Lalala, ich laufe ein bisschen parkour-technisch hier durch die Gegend. Bloß nicht sterben. Nee. Oh, ich bin in Lava gefallen. Ich zeig noch ein paar Grafikbugs. Hurra, ich springe durchs Ventil. durch das Rohr. Habe ich gelernt von dir. Ja, stimmt, habe ich immer gemacht, aus Langeweile. Ja. Wie es so deine Art ist. Guck mal, da kommen Gegner. Man sieht die Harpune, sie schießt durch sämtliche Feinde einfach mal. Das kann man jetzt bei Zombie auf dem Kanal sehen. Ja, schräg durch. Ansonsten wartet ihr einfach ein paar Parts bei Rahmstütz, das wird später bestimmt bei ihm auch noch kommen. Ja, natürlich. Ich zeige meinen Feuerturm. Da kommen ganz viele Gegner an. Und der macht Kabums. Fliegt zwar langsam, aber der macht Flächenschaden. Das ist schön. Und der macht vor allem viel Schaden. Wird zwar auch gerade abgeschossen, aber es ist egal. Oh, ich sehe doch, hier kommen recht viele hoch von den Seiten her. Ich werte den direkt schon mal auf. Ja. Mit einem Druck auf die 5. 100 Mana kostet mal, das gleich. Nahkampf. Und man darf dabei natürlich auch nicht gestört werden. So wie gerade. Toll. So. Wobei, ist er jetzt aufgewertet? Nicht. Doch, muss er sein. Müsste er sein. Ja. Das Doofe ist, wenn die Leute zu dicht an den Feuertürmen stehen, dann macht er nichts mehr. Aber hier, das alles schnetzelt er schön weg. Finde ich gut. So, ich versuche gerade einen Turm zu bauen, außer der Gegner links von mir schießt auf mich, während ich ihn aufbaue. Das wollte er gerade tun, dieser Schlawiner, aber ich habe ihn dran gehindert, indem ich einfach vorbeigesprungen bin und ihn jetzt von hinten verprügel. Richtig. Man kann natürlich jetzt nicht immer sehen, was der andere jetzt auch sieht, weil sonst müsste man das nicht zu zweit spielen, ne? Richtig. So kümmern wir uns halt jeder um unsere Bereiche hier. Und ihr könnt einfach bei beiden hinschauen. Oder so. Klar, dafür laden wir es doch auch zweimal hoch. Multitasking. Wofür hat man denn zwei Augen, ne? Stimmt, ihr könnt doch einfach zweimal groß öffnen, beide das Videos gleichzeitig starten und bei einem nur die Audiospur halt machen. Genau, müsste man eigentlich einen Countdown einbauen, weil man denn da starten muss. Aber es geht ja auch so. Ich habe nochmal den Turm aufgewertet hier. Hier sollte eigentlich nichts mehr durchkommen. Es sei denn, man passt nicht auf. So. Neuer Zauberstab. Ach, neuer Zauberstab. Gönnst du dir schon wieder ein? Der ist schön. Zumindest meinte das der Daumen hoch. Ja, Daumen hoch, wenn du auch dafür bist, dass der Zauberstab besser ist. Abonniert den Zauberstab. Zauberstab-LP. Pass mal auf, nachher gibt's den Kanal tatsächlich. Ach, wegen mir gibt's schon so viele Kanäle. Ja. Das ist dann immer schön, wenn man irgendeinen Namen sagt, der gerade frei ausgedacht ist und dann plötzlich ein neuer Kanal mit dem Namen entsteht. Lustigerweise gab es den, habe ich letztens einen Manlet-LP gesagt und den Nutzer gab es wirklich. Oh, schön. Ja, der hat dann drunter geschrieben sogar. Gibt es eigentlich auch Blumenkohl-LP? Man weiß es noch nicht. Das stimmt. Spätestens jetzt. Oh, guck mal, hier liegt doch ein neues Schwert. Ach, guck mal. Das ist schön. Ja, passt schon. Ich versuche gerade meinen Turm umzurennen. Wir haben jetzt
alles recht gut abgesichert, ne? Kann man nochmal auf der Karte schauen. Es kommt ganz viel Gerümpel aus allen Toren. Zwar nur so kleinen Krams, was schnell weggebasht ist, aber trotzdem. Da sind auch ein paar Sprengmeister bei. Ein paar Sprengkobolde. Ja, die Mitte unten versuche ich gerade mit Ballisten schon so ein bisschen zuzubauen. Ach schön. Weil meine Kristalle doch gerade recht im Überfluss sind. Ja, die Sprengteile sind halt so Selbstmordkobolde. Das heißt, sie rennen einfach mit Schwung an die Türme ran und explodieren. So, möchten Sie den Kristall auch aktivieren? Ja, möchte ich. Darf Wunderbar. Noch etwas mehr sein. Wir haben die Welle schon fast geschafft. Das stimmt sogar. Tutorial.